Korruption muss noch weniger werden. Ach was, Toni Hofreiter, die Korruption in der Ukraine muss noch weniger werden. Und das ist das größte Problem aktuell bei den Beitrittsverhandlungen der Ukraine zur Europäischen Union. Und ich zeige euch heute mal, was uns der Spaß kostet, wenn wir die Ukraine in die EU aufnehmen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir schauen nochmal, was Toni Hofreiter hier gesagt hat. Sein Hauptanliegen war es, dass die Korruption in der Ukraine weniger werden muss. Und damit gibt er offen zu, ja, es gibt Korruption in der Ukraine. Und das bedeutet, von jedem Steuereuro, den wir der Ukraine geben, weiß Herr Hofreiter, dass ein Teil davon in der Korruption versickert. Und genau das ist das Schäbige der Politiker daran. Sie wollen uns keinen reinen Wein einschenken, sie überweisen lieber Milliarde für Milliarde in die Ukraine und wissen ganz genau, ein gewisser Prozentsatz davon kommt niemals dort an, wo wir es hinüberweisen. Das gleiche machen sie beim Hawala-Banking mit Afghanistan und die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Union war, wir wissen gar nicht, wie viel Hawala-Banking wir benutzen. Aber wir schauen nochmal Toni Hofreiter an. Er hat noch mehr gesagt, außer das zur Korruption. Die Korruption muss noch weniger werden, die Rechtsstaatlichkeit muss gesichert werden und selbstverständlich brauchen wir erst einen Waffenstillstand, bevor die Ukraine beitreten kann. Aber man darf sich da auch von Russland nicht erpressen lassen. Einen Waffenstillstand fordert Toni Hofreiter. Das ist was anderes wie der Rückzug der russischen Truppen. Sie sollten sich doch mal inzwischen überlegen, welche Forderungen Sie hier gemeinsam vertreten wollen und welche nicht. Das Ganze ist ja allerdings aber nur das Vorgeplänkel, das Vorspiel auf die Stufe, dass wir die Ukraine in die EU aufnehmen. Ich glaube nur, wenn wir den Ukrainern zeigen, wie viele Messerstecher, Mörder und Vergewaltiger wir hier in der Europäischen Union frei herumlaufen haben, ich glaube, dann sagen die Ukrainer, okay, wir werden Teil der Europäischen Union, aber nicht Teil des Schengen-Raumes. Freie Binnengrenzkontrollen werden wir auch nicht dulden. Ich bin da sehr gespannt, wie in diesem Moment, was die Migrantengewalt angeht, ist die Ukraine sehr sicher. Da gibt es keine bärtigen Moslems, die irgendwen abmessern. Ja, da können die Frauen noch im Bikini am Strand liegen, ohne dass sie gleich irgendwie belästigt werden, als Freiwild betrachtet werden und so weiter. Jetzt geht es hier allerdings schon einen Schritt weiter. Wenn wir die Ukraine aufnehmen in die EU, hat das dramatische finanzielle Auswirkungen. Es hat vor allem aber auch landwirtschaftliche Auswirkungen, wenn die ganzen ukrainischen Produkte der Bauern dann in den europäischen Binnenmarkt fließen können und zwar ohne Handelsbeschränkungen. Das findet nicht jeder Bauer in Ordnung. Jetzt gibt es hier allerdings verschiedene Szenarien, wie viel Geld uns das Ganze kosten könnte. Und wir reden jetzt hier aktuell nur über die Mittel, die aus dem laufenden Haushalt der EU herausgegeben werden können für den Beitritt der Ukraine. Wir reden nicht über Wiederaufbauhilfen. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber schauen wir mal kurz rein, was es hier zu berichten gibt. Wenn die Ukraine EU-Mitglied wird, heißt das aber auch, die Europäische Union muss tief in die Tasche greifen. Wäre die Ukraine jetzt schon in der EU, stünden ja laut einer Studie des IW Köln innerhalb einer Haushaltsperiode bis zu 187 Milliarden Euro zu. Innerhalb einer Haushaltsperiode 187 Milliarden Euro. Eine Haushaltsperiode in der Europäischen Union sind 7 Jahre. Das heißt, wir reden über 26,7 Milliarden Euro pro Jahr. Und da Deutschland ungefähr einen Drittel inzwischen hat am EU-Anteil, heißt das für uns 8 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr für die Aufnahme der Ukraine. Und hier reden wir nur über den Haushalt. Ja? Hier geht es vor allem um die Flächensubventionen für die Agrarpolitik. Allein die Agrarsubventionen belaufen sich wegen der vielen Ackerflächen auf bis zu 93 Milliarden Euro. Hinzu kommen etwa Zahlungen für strukturschwache Regionen. Aufgrund dessen, dass die Ukraine eben relativ bevölkerungsreich ist, aber gleichzeitig eben noch ein relativ niedrigen Wohlstand hat, stünden der Ukraine eben hier auch Mittel zur Verfügung. Das ist hochspannend, dass die Ukraine hier hohe Bevölkerungszahlen hat. Die sind durch den Krieg dezimiert worden und einen geringen Reichtum. Interessant ist es, wenn man sich die ganzen historischen Gebäude anschaut in der Ukraine. Dort steht viel Immobilienvermögen bzw. viel Baukultur. Sowas findet in so Berechnungen überhaupt keine Berücksichtigung. Also man sagt zwar, die Ukrainer sind arm, dass die Ukrainer aber gefühlt doppelt so oft Wohneigentum besitzen wie Deutsche, ist völlig irrelevant in dieser Diskussion. Das möchte man nicht hören, man wischt das zur Seite.
Deutschland als größter Nettozahler der EU dürfte einen großen Teil stemmen. Doch schon jetzt ist die finanzielle Solidarität mit der Ukraine nicht mehr bedingungslos. Da habt ihr es nochmal gehört. Deutschland wird den Großteil dafür stemmen, genauso wie Deutschland den Großteil gestemmt hat, wie der Brexit kam. Ich bin jetzt gespannt, wenn Frau Marie Le Pen in Frankreich durchzieht, ihr EU-Budget etwas kürzen möchte, ob dann Olaf Scholz auch einfach bereit ist, weiter mehr Geld in die Europäische Union zu blasen. Und immer diese Diskussion, die Europäische Union hätte nur Vorteile. Sie hat Vorteile, sie hat aber auch ganz krasse Nachteile. Für jemanden wie mich, der nach dem Fall der Mauer geboren wurde, ja, ich bin erst 92 geboren, ich bin noch relativ jung. Für mich ist die größte Errungenschaft innerhalb der Europäischen Union der Schengen-Raum. Also, dass wir ohne Grenzkontrollen uns frei bewegen können. Das inkludiert allerdings geschützte Außengrenzen, das ist nicht der Fall, deswegen funktioniert dieses System nicht mehr. Genauso ist die gemeinsame Währung am Ende ein Gewinn für alle. Dass diese Währung nicht wertstabil ist, es steht auf einem anderen Blatt. Dass wir aber in der Europäischen Union alle mit einer Währung auskommen könnten, zeigen uns im Moment die Griechen. Die Griechen haben sich aus ihrem Sumpf herausgezogen, sie arbeiten mehr, sie arbeiten im Durchschnitt in der EU die meisten Stunden und das, obwohl es damals so eine krasse Sparpolitik gegeben hat. Und ja, die Griechen sind unter falschen Voraussetzungen in den Euro gestartet, allerdings zeigen die Griechen jetzt, dass man die Kriterien dennoch einhalten kann. Spannend wird es bei den Defizitstaaten Italien und Frankreich. Und wenn wir uns mal ehrlich machen, Herr Lindner mit seiner Schuldenbremse im Moment, beziehungsweise mit dem Festhalten daran, ist völliger Wahnsinn. Allerdings hat er die Sozen, also die Sozialisten vor sich und deswegen müssen wir das etwas differenzierter betrachten. Um uns herum, alle Länder machen Schulden. Und sie machen Schulden in der gleichen Währung wie wir. Sie erhöhen damit die Geldmenge und dadurch steigt die Inflation auch bei uns, selbst wenn wir keine Schulden machen. In dieser Situation geht jetzt die FDP hin und sagt, alle um uns herum machen Schulden, nur wir machen keine Schulden. Und das ist in der Hinsicht dann ein Problem, wenn alle das Geldsystem nutzen, um zu inflationieren und sich mit Schulden aufzuladen, dann müssten wir da mitmachen. Sonst macht das am Ende keinen Sinn, wir ziehen den Kürzeren. Wir müssten jetzt hingehen und müssten bis an die Defizitgrenzen, was irgendwie möglich ist, Schulden machen. Allerdings dürften wir diese Schulden nicht machen für Konsumausgaben. Weder für Wohngeld, noch für Rente, noch für die Bezahlung von irgendwelchen Erziehern oder so. Da darf das Geld nicht hinfließen, sondern wir müssten das ausschließlich in Infrastruktur stecken. Wenn wir jetzt hingehen und 500 Milliarden am Kapitalmarkt noch aufnehmen und uns wirklich verschulden und damit vor allem die Zinsen für die anderen EU-Staaten nach oben treiben. Denn man wird zuerst uns das Geld geben, dann den Franzosen und dann den Italienern. Und wie lange die Europäische Zentralbank da mithalten kann, den Spread zwischen den Staatsanleihen klein zu halten, das würde die Zeit dann zeigen. Wenn wir allerdings bereit wären, uns massiv zu verschulden wie alle anderen, dann ziehen wir diese Währung weiter hinunter wie alle anderen. Im Moment stehen wir als einziger Spieler auf dem Feld gegen diesen Schuldenwahn. Und das fällt uns auf die Füße. Alle anderen um uns herum machen Schulden und investieren diese Schulden in ihren Ländern. Wenn jetzt irgendwann der Euro Geschichte wäre und es gibt dann was anderes, dann stehen wir da und sehen, wie die anderen alle ihre Infrastruktur aufgebessert haben. Wir stehen da, haben unsere Altschulden und haben sonst nichts dazugelernt. Aber Hauptsache, wir haben eine schwarze Null verteidigt. Es ist ein schwieriges Thema. Ich bin absolut gegen Konsumschulden, aber wir könnten mal ein Sondervermögen Kita-Bau, ein Sondervermögen Schulbau, ein Sondervermögen hier und da. Man wird das Geld schon investieren können. Ja? Also alleine, wenn man sich überlegt, was an der Deutschen Bahn gespart wurde, jahrzehntelang, das kann man nicht einfach aus dem laufenden Haushalt herausschneiden. Aber die FDP möchte uns erklären, dass nur eine schwarze Null am Ende das ist, was zählt. Und da muss man sich mal überlegen, Leute, nicht ganz. Ja? Jeder, der eine Immobilie kauft, hat am Ende auch keine schwarze Null da stehen. Aber anderes Thema, schwieriges Thema. Ich bin dafür, wenn wir jetzt Schulden machen, dann machen wir so viele, dass wir den Euro in den Ruin stürzen damit und kaufen davon aber neue Brücken, Autos, Schienen, Straßenbahnen, alles, was wir in diesem Land gebrauchen können. Glasfaseranschluss in jedes Haus, wobei bis wir die Deutschen als Deutschen Glasfaser verlegt haben, ist es wahrscheinlich schon nicht mehr Stand der Technik. Aber ich bin vor allem gespannt auf deine Meinung. Wusstest du, wie teuer uns der Beitritt der Ukraine kommt? Mit mindestens 8 Milliarden Euro pro Jahr. Mindestens. Und das nur über den EU-Haushalt. Dazu kommen zusätzliche Förderprogramme. 450 Milliarden Euro für den Wiederaufbau kalkuliert man aktuell.
wird alles nicht reichen am Ende. Wird alles nicht reichen. Und das Hauptproblem in der Ukraine ist weiterhin, dass sie ihre Bodenschätze nicht rausrücken wollen, denn da könnte man doch durchaus ein Geschäft machen. Die Oligarchen, wie man sie immer nennt, in Russland, die gibt es auch in der Ukraine. Und was ist denn mit den ganzen Gasvorkommen an der Krim und dem Schwarzen Meer? Wenn Herr Selenskyj Geld braucht, dann soll er doch endlich mal die Förderrechte verkaufen an große amerikanische oder europäische Unternehmen, um damit sein Kästchen aufzufüllen. Ich fände es auch einen guten Deal. Wir helfen der Ukraine im Gegenzug für Schürf- und Bohrrechte in der ganzen Ukraine für irgendwelche Rohstoffe. Es kann nicht sein, dass hier ein Land auf Hunderten von Milliarden Bodenschätzen sitzt und sich von der ganzen Welt durchfinanzieren lässt. Dass man das mal eine gewisse Zeit lang macht, auch am Anfang des Krieges, wenn alles noch ganz neu ist, kann ich verstehen. Aber die Ukraine ist in der Lage, mit ihren Bodenschätzen ihre ganze Rechnung alleine zu bezahlen. Und sie müssen ja irgendwie die Investoren ins Land hocken. Jetzt wird der neue Lynx-Panzer von Rheinmetall dort gebaut. Wenn die Kampfhandlung zu Ende ist, brauchen wir wirtschaftliche Prosperität in der Ukraine. Dann können die den Wiederaufbau auch wieder stemmen. Aber ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Ja, Selenskyjs Amtszeit ist abgelaufen. Schert keinen, wer in Deutschland genauso Grundgesetz sagt, Verteidigungsfall sind Wahlen ausgesetzt. Er ist dennoch der legitime gewählte Präsident der Ukraine. Gefällt mir auch nicht, gefällt dir bestimmt auch nicht, aber das ist Fakt, brauchen wir nicht drum rumreden. Wenn die Kampfhandlungen beendet sind, wird dort auch wieder gewählt. Interessanter wird jetzt langsam der Personalmangel, der eintritt, und wie das Ganze jetzt hier überhaupt noch weitergehen soll. Wie viele Jahre man dieses Schauspiel uns noch vollführen möchte. Ich denke mal, 3, 4, 5 Jahre Ukraine-Krieg wird es wohl noch geben, wenn bis dahin nicht jeder Ukrainer unter der Erde liegt. Das ist bitter, aber das ist die Realität. Sie wollen bis 2029 kriegstüchtig sein. Sie erwarten einen Angriff Russlands. Und sie wissen ganz genau, wenn der Krieg in der Ukraine endet, endet morgen in Deutschland die Bereitschaft, verteidigungsfähig bzw. kriegsfähig zu werden. Deswegen brauchen sie das Damoklesschwert des Stellvertreterkrieges vor unserer Haustür, damit die armen Deutschen weiter bereit sind, ihre teuren Steuereuros in irgendwelche sinnlosen Panzer zu investieren, die nur dafür gebaut werden, andere Menschen zu töten. Waffen töten Menschen, ganz einfach. Ohne Abschreckung funktioniert das nicht, bin ich ganz klar der Meinung. Aber wir könnten uns abschrecken mit interkontinentalen Atomraketen. Ja, wir brauchen Atomwaffen als Deutschland, das fordere ich schon seit langem. 20 Milliarden Euro und wir hätten 2 Dutzend Atomsprengköpfe, gar kein Problem. Das Problem ist, dass wir einem Politiker die Hoheitsgewalt darüber geben müssten und daran wird es am Ende scheitern. Niemand in diesem Land hat genug Verstand, um bei sowas den Knopf in die Hand zu bekommen. Absolut niemand. Die sind alle geisteswahnsinnig, ja? Guckt euch Sleepy Joe Biden an. Er hat die alleinige Kommandogewalt über die Atomwaffen. Glaubt ihr das ernsthaft? Ich kann mir das bei seinem Gesundheitszustand nicht mehr vorstellen. Aber wir werden verarscht von morgens bis abends. Anders kann man das nicht sagen. Die Ukraine ist korrupt, hat Herr Hofreiter gesagt. Und Herr Hofreiter ist dafür, in die Korruption weiter deutsche Steuereuros hineinzuwerfen. Ich würde das ja gerne juristisch prüfen lassen, ob das nicht irgendwie strafrechtlich relevant ist. Aber wer bin ich schon? Ich kleiner YouTuber hier mit ein paar Zuschauern. Okay, 85.000 Follower ist jetzt nicht klein. Ich danke jedem Einzelnen. Die 100.000 schaffen wir sicher auch bald. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video. Kommentiere dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Kommentiere es, wenn es dir auch nicht gefallen hat. Und leite es vor allem an alle meinen. Die Unterstützung mit der Ukraine, die können wir bedingungslos und ewig fortführen. Dem ist nicht so. Wir müssen immer wieder uns mit der Realität abgleichen und manchmal auch Entscheidungen revidieren. Damit sage ich ciao, bis bald.